Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Commentary. Dieses Commentary ist sozusagen ein Dreiteiler, weil es heute mal einfach um ein paar Facebook-Bilder gibt. Die werde ich alle nach und nach analysieren, aber das seht ihr alles gleich nach dem Intro. Bei den Mehrteiler-Commentaries geht es darum, dass ich einzelne Bilder, die ich random von Facebook gefunden habe, die werde ich hier irgendwo ins Video einblenden und dann werde ich die Videos, die Bilder einzeln analysieren. Und wir fangen direkt an mit Bild Nummer 1. Auf diesem Bild sieht man einen Schwarzen, der wohl anscheinend gestorben ist. Das sollte irgendein Promi sein, aber ich weiß gerade nicht, wer das ist. Jedenfalls dort steht ganz groß darunter, ein Like gleich ein Ruhe in Frieden. Und dort sieht man mal wieder, wie likegeil diese Seiten sind, um mit dem Tod von anderen Leuten Likes zu verlangen, weil ich verstehe das einfach nicht. Würden die wirklich Mitleid mit denen haben, dann würden die sowas nicht posten. Ich verstehe das einfach nicht, warum man das machen kann, um mit den von den Tod anderen, also mit der Trauer von anderen, auch noch Likes zu verdienen. Und irgendwelche behinderten Spastis liken das auch noch. Also echt traurig, was aus der Facebook-Gesellschaft geworden ist. Das nächste Bild ist wieder so ein like-geiles Bild. Love or money? Like for love, money comment. Erstmal möchte ich dazu sagen, Liebe, dafür hat man eigentlich fast immer Zeit. Und Money, das, ich sag mal, dafür braucht man halt eine Schulbildung. Und wenn die Schulbildung für einen Arsch ist, dann wird man obdachlos oder Hartz-IV-Empfänger. Und dann, um die Liebe, also die richtige Liebe zu bekommen, das wird auch immer schwerer. Das heißt, man sollte eigentlich ist beides gleich wichtig. Und wenn ich wieder so eine Kommentare sehe, ja, wer braucht schon Geld, Liebe ist wichtiger, was weiß ich, dann möchte man sich eigentlich nur noch an den Kopf fassen. Also, ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich nehme wieder ein like-geiles Bild, aber das sind auch die allerbesten Videos, die allerbesten Bilder, wo man sich am besten drüber aufregen kann. Also, wenn ich das schon sehe, like und ich erwähne dich in einem Video, toll, dann liken das 500 Leute und dann kommt das Video einfach nicht, weil die geben dort kein Datum an und selbst wenn sie eins angeben würden, dann würde das Bild, das Video auch nicht kommen, ganz einfach, weil die nur damit Likes verdienen wollen. Aber ich glaube, ihr kennt das like-geile Prinzip, die wollen so viele Likes wie möglich abstauben und ja, naja, gut, okay. Ich hoffe, ihr versteht es. Das nächste Bild. Do you love your mom? Like, yes, ignore, no. Das war wohl, ich glaube, eines der dümmsten Bilder, die ich je gesehen habe. Denn ich meine, man wird dort sozusagen aufgefordert, das Bild zu liken. Und wenn man es nicht liked, dann hasst man seine Mutter, dann will man sie umbringen. Was weiß ich, was die sich dort ausgemalt haben. Ich finde das einfach nur erbärmlich, wie man mit sowas auch noch Likes verdienen kann. Und das Lustige ist, die haben damit 500 Likes bekommen. Ist zwar nicht viel bei einer 100.000 Like-Seite, aber wenn man so merkt, 500 Leute glauben diesen Scheiß auch noch, dann will man sich am liebsten umbringen. Wenn ich so ein Bild sehe, könnte ich mich direkt wieder umbringen, wie bei eigentlich fast jedem Bild, das ich hier irgendwie analysiere. Hier steht, like, swag, like, money, like, beautiful und ignore bei diesen hässlichen Obdachlosen da. Allein schon, wenn ich Swag und Beautiful lese. Ganz ehrlich, wer will so schon mit so einer Beautiful Bitch zusammen sein? Ich meine, die hat mehr Make-up im Gesicht als im Gehirn. Und so ein Swagger, ich hasse sowas wie Swag, YOLO, Hipster, was weiß ich. Und ignore, Gott, ich frag mich, warum man sowas hochlädt, weil es ist doch ganz klar, dass man lieber Geld oder Swag oder Beautiful nehmen kann. Also, ganz ehrlich, wäre das jetzt das echte Leben, würde ich auch nur wegen dem Geld liken. Aber ganz ehrlich, das ist doch offensichtlich, weil mit jeder Sache kann man irgendwie was anfangen, außer bei Ignore. Ey, das ist so ein behinderter Scheiß, was die zum Teil machen und einfach nur erschießenswert. So Leute, dieses Bild ist natürlich auch wieder sehr pädagogisch wertvoll. Ein Like lasse ich einen Respekt, weil ein Soldat einen Hund streichelt.
Ganz ehrlich, da fragt man sich, warum tut man das? Ich glaube, wenn ich das so sehe, sieht es so aus, als ob der Soldat diesen Hund dort an diesen Pfosten, als ob der Soldat diesen Hund an den Pfosten gekettet hat, also angebunden, und ihn dort einfach nochmal streichelt. Abgesehen davon, dass man im Krieg nur einen Hund, ich sag mal, einsperrt und ihn dann einfach nur streichelt, das verdient rein keinen Respekt. Und generell ist es einfach nur sinnlos, das zu liken, weil sowas könnte jeder machen. Und darum hat er auch keinen wirklichen Respekt verdient. So Leute, das war's jetzt mit meinen ersten Let's Facebook-Bilder oder wie ich das nennen werde. Wahrscheinlich werde ich das wieder ganz normal Commentary nennen. Aber ich frag mich, warum postet man so eine Scheiße auf Facebook? Haben die Leute nichts zu tun? Und vor allem, was bringen ihnen diese Likes? Weil man verdient kein Geld damit. Okay, vielleicht verdienen diese ganz, ganz großen Seiten ein paar Cent damit, aber sehr viel wird es auch nicht sein, weil die meisten der Bilder sind ja von irgendwelchen Homepages geklaut. Und da, also ich glaube, das ist so, man muss die Bilder selber machen, um damit Geld zu verdienen. Aber selbst dann haben die keinen Respekt verdient, weil die dort immer nur sowas wie Like, wenn du deine Mutter liebst, Kommi, wenn du sie hasst oder so. Sowas machen die immer. Naja, gut, okay. Teil 2 wird später kommen. In der nächsten Woche kommt wieder mal ein ernsteres Commentary. Und zwar über das Project Light. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao. My house, take a trip to my house.